bei diesem Pflanzenöl ungefähr 2-3 Esslöffel. So. Dann ein bisschen warm werden lassen und danach kommen die Zwiebeln. Hinein, die wir schon gewürfelt haben. So. Gulaschfleisch rein, die wir auch ein bisschen klein geschnitten haben. Kalbfleisch, hatten wir gesagt, ist das Beste. So, 10 Minuten sind ungefähr um. Jetzt ist es Zeit, Tomatenmark reinzutun, und zwar 2 Esslöffel, hatten wir gesagt. Und das verrühren wir ein bisschen. Genau, wenn wir Tomatenmark eingerührt haben und auch ein bisschen mit angeschwitzt haben, können wir die Tomaten reinmachen. So, die Tomaten kochen dann machen wir auch Stangensellerie rein, was ich in Stücken verpackt habe. Die sind noch tiefgekühlt, also eisig, aber das ist okay. Da ist auch ein bisschen Wasser enthalten, nicht vergessen. Die geben einen sehr interessanten Geschmack noch dem Gulasch. So, einige machen Lorbeerblatt rein. Also ich habe die Erfahrung gemacht bei meiner Familie, dass sie das nicht so gerne mögen. Aber mit dieser Stangensellerie mögen sie es mehr. Und jetzt kommen die ganzen Gewürze, Salz, Kumin und Chili-Pulver rein. Und auch rühren. Und wenn das alles kocht, das Wasser hinein. Und das muss dann jetzt mit dem Wasser. 1/4 Liter reicht vollkommen. Das verkocht sich natürlich auch mit der Zeit. So, dann warten wir. Mit dem Fleisch lasse ich schmoren, halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde kommt die Paprika rein. Normale, also Gesamtkochzeit ist bei diesem Gericht ungefähr 45 bis 50 Minuten. Wenn ich mit Rindfleisch kochen würde, dieses Gulasch, dann würde ich ungefähr 1,5 Stunden kochen müssen. Aber beim Kalbfleisch muss ich nicht so lange kochen, also insgesamt 50 Minuten. Eine halbe Stunde das Fleisch kochen und dann noch ungefähr 15 Minuten und 20 Minuten mit der Paprika zusammen. So sieht unser Gulasch aus, wenn er fertig ist.